Liebe Online-Community, ich freue mich sehr, heute zwei Gäste hier im Europaparlament in Straßburg zu haben. Ich bin im Parlamentarischen Rat des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge und dort habe ich die beiden Freiwilligen kennengelernt, als wir eine erste europäische Zusammenkunft der verschiedenen europäischen Kriegsgräberfürsorgen hier in der Nähe von Straßburg hatten. Lennart und Nikolas, und erzählt einfach, was ihr hier gemacht habt und wie ihr das erlebt habt. Ja, ich heiße Lennart und ich habe während dieses letzten Jahres im Centre Albert Schweitzer in Niederbronn-les-Bains gearbeitet. Und in diesem Centre empfangen wir deutsche und französische Jugendgruppen, die sich hauptsächlich zu dem Thema des Ersten und Zweiten Weltkrieges beschäftigen. Okay. Und wir arbeiten mit diesen Gruppen einerseits direkt auf dem Friedhof, andererseits fahren wir hier ins Europäische Parlament. Wir fahren zum KZ Natzweiler Struthof. Ja. Und das ist der wesentliche Anreiz. Und das Ziel unserer Arbeit ist, dass wir die jungen Leute einerseits für den Frieden sensibilisieren, den wir seit 70 Jahren in Europa haben, und andererseits auch die europäische Einigung zusammen mit den jungen Leuten leben. Ganz herzlichen Dank. Wie hast du das erlebt? Wie war eure Arbeit? Ist das noch relevant für die Jugendlichen? Wie reagieren die darauf, weil die diese Zeit der Kriegssituation ja gar nicht erlebt haben? Also man stellt in der Tat fest, dass es noch sehr, sehr relevant ist, weil die Jugendlichen, denen ist gar nicht bewusst, was ihnen überhaupt fehlt. Oder beziehungsweise andersrum gesagt, was wir überhaupt heutzutage haben, was es damals nicht gab. Wenn wir auf dem Friedhof beispielsweise sind, erzählen wir sehr oft Einzelschicksale, also wirklich Lebensgeschichten von Soldaten, die dort begraben sind. Und dann realisieren die Jugendlichen überhaupt, was das für Zustände damals waren und wie viel Fortschritt wir im Vergleich dazu heute gemacht haben. Meistens kommen sie ja, wie gesagt, aus Deutschland und sie sind einfach über die Grenze gefahren, überhaupt kein Problem. Sowas wie Visa oder Grenzkontrollen, das kennen die gar nicht mehr. Und dementsprechend wissen sie das auch gar nicht wertzuschätzen, was wir heutzutage haben. Insofern finde ich persönlich, dass unsere Arbeit eigentlich sehr, sehr wichtig ist, weil es eben genau das zeigt, den Fortschritt, den wir gemacht haben, und es auch für die Jugendlichen wieder greifbar macht, dass es Europa gibt und dass Europa auch wirklich was leistet. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Danke auch für den Besuch hier. Ich habe euch damals als Freiwillige vor Ort kennengelernt. Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge versucht jetzt hier ein europäisches Netzwerk zu bilden, damit die pädagogische Arbeit auch europäisch stärker verknüpft und koordiniert wird. Ihr habt dazu einen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank dafür. Alles, alles Gute für eure Studienwünsche. Ich weiß, ihr seid jetzt in der Bewerbungsphase. Ich hoffe, das wird klappen. Und dann vielleicht seid ihr selber mal Europaabgeordnete hier im Parlament und kämpft weiter für den Frieden in Europa. Ja. Alles Gute. Vielleicht und vielen Dank für auch diese Möglichkeit, uns das alles noch mal ein bisschen genauer anzugucken. Sehr, sehr gerne. Tschüss.